Das Schienbein Batsch in zwei Hälften geteilt. Und zu guter Letzt gehen wir mal noch in die gute alte Trash-Talk-Ecke hier. Oh yes! Und damit herzlich willkommen an alle Kampfsportfreunde da draußen. Ja, wir dürfen uns heute freuen, denn ich habe richtig gute News für alle, die sich wünschen, dass die deutschen MMA-Talente jetzt mal so richtig auf der internationalen großen Bühne an den Start gehen. Legen wir also los mit den heutigen Fightcard-Updates. Zum Beispiel einer der Contender der ersten deutschen Octagon-Challenge. Nämlich Jamie Cordero wird am 15.04. zurück bei Octagon im Käfig sein. Sein Gegner für dieses Match ist der Tscheche Andrei Raschka. Ja, und für Cordero lief es ja zuletzt wirklich durchwachsen. Er hat zwar seinen ersten Sieg bei Octagon schon geholt, aber bei seinem zweiten Kampf in Frankfurt ist er disqualifiziert worden. Er hat im Eifer des Gefechts seinem Gegner, gegen den er übrigens sehr gut ausgesehen hat, obwohl das wirklich fast keiner von ihm gedacht hat, einen illegalen Kick zum Kopf verpasst und ist deswegen leider disqualifiziert. Das ist natürlich eine super bittere Geschichte, denn wie gesagt, er sah in dem Kampf gegen Barnik echt wirklich gut aus. Jetzt am 15.04. kann Jamie Cordero zeigen, dass er aus dieser Sache gelernt hat und hofft natürlich auch hier, dass er wieder zurück auf die Siegerstraße kommt. Es gibt insgesamt ganze 4 Kämpfer aus Deutschland, die am 15.04. dort bei Octagon an den Start gehen. Machen wir also weiter mit dem nächsten Kämpfer. Und zwar ist die Rede hier von Hafini Nafuka aus München. Der hätte ja schon bei Octagon in München selber kämpfen sollen, hat sich dann aber aufgrund einer wirklich fiesen Staph-Infection leider aus dem Verkehr ziehen müssen. Und jetzt hat er die Möglichkeit, sich hier bei Octagon zu platzieren. Er hat bislang eine Pro-Bilanz von 3:0. Er ist ein vielversprechendes junges Talent und alle seine Siege, die er bisher erzielt hat, konnte er sogar vorzeitig einfahren. Sein Tanzpartner für dieses Match ist der Tscheche Peter Gabal. Dann haben wir noch einen aus der Garde der Schwergewichte, der jetzt neu bei Octagon dazugekommen ist. Er kommt ursprünglich aus Bulgarien, lebt aber in Deutschland und die Rede ist von Lazar Todev. Der bekommt jetzt den Polen Adam Palasz vor die Fäuste und das ist auch sicherlich ein wirklich harter Test für ihn, denn für Palasz steht in diesem Kampf viel auf dem Spiel. Während er jetzt gegen einen Debütanten bei Octagon kämpfen muss, geht es für ihn um die Chance auf den Titel. Denn wenn er diesen Kampf gewinnt, dann wird er wahrscheinlich in Oberhausen gegen den Boss aus Düsseldorf, Hatif Moel, um nichts Geringeres als die Krone im Schwergewicht kämpfen. Und dieser Kampf wird höchstwahrscheinlich am 17.06. in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen stattfinden. Und wenn wir uns mal an den Opening-Kampf der letzten Octagon-MMA-Show in Frankfurt erinnern, dann denken wir natürlich an den Berliner Ebrahim Hüseyinpour. Hüseyinpour konnte sich dort nämlich nach Punkten gegen den Tschechen Marek Bartl durchsetzen. Er hat dort wirklich gut ausgesehen und alle Facetten des MMA-Sports gezeigt. An dem Tag hat es für ihn für den Punktsieg gereicht und jetzt kämpft er gegen den tschechischen Striking-Experten Jan Malach. Also liebe Kampfsportfreunde, wir haben auf dieser Fightcard insgesamt 4 MMA-Kämpfer aus Deutschland, die in Tschechien kämpfen. Jetzt gehen wir international richtig, richtig an den Start. Dann lasst uns mal noch über eines der vielversprechendsten MMA-Talente in Deutschland sprechen, nämlich den Berliner Nico Samsonice. Samsonice hat schon bei sämtlichen Organisationen in Deutschland und auch international, zum Beispiel bei M1 in Russland gekämpft und hat wirklich krachende Knockouts, obwohl er ein Federgewicht ist. Der Mann hat ein Distanzgefühl und eine K.O.-Power, das einem schwindelig wird und der macht am 29.04. in Bratislava sein Debüt bei Octagon. Ich persönlich freue mich riesig auf diesen Kampf, denn Nico Samsonice hat ja lange, lange Zeit verletzungsbedingt aussetzen müssen. Ja, Mohamed Trabinski macht da... Wir erinnern uns, er hatte einen Kampf gegen Mo Trabelsi bei NFC, der auch wirklich zu seinen Gunsten gelaufen ist. Aber dann hat er sich mit einem vernichtenden Schienbeinbruch, das Schienbein Batsch, in zwei Hälften geteilt. Er hat seither 2 OPs hinter sich, trainiert jetzt aber seither mit den Jungs vom Sayato Gym in Berlin und war auch schon zur Vorbereitung für dieses Match in den USA in Kalifornien. Dort hat er mit Größen wie Gilbert Burns trainiert und ich glaube, der Mann ist jetzt richtig heiß und ready auf sein Debüt hier bei Octagon.
Zu Nico Samsonice auf die Fightcard in Bratislava zählt sich als deutscher Repräsentant für den MMA-Sport auch der Schwergewichtler Ruben Wolf. Wolf ist ein erfahrener Mann mit über 12 Finishes im MMA, tritt aber auch im Boxen an und ansonsten spielt er Eishockey. Also ich glaube, der Typ ist ein krasses Energiebündel und der kämpft gegen einen der letzten Gegner von Hardev Moel, nämlich den Amerikaner Jeremy Kimber. Das ist ein kleiner Mann, der unscheinbar oder vielleicht auch sogar ein bisschen unsportlich aussieht, aber der hat richtig Knockout-Power. Das heißt, hier wird auch wieder ein spannendes Duell stattfinden. Ob Ruben Wolf sein Octagon-Debüt gelingt, das erfahren wir am 29.04. in Bratislava. Und zu guter Letzt gehen wir mal noch in die gute alte Trash-Talk-Ecke hier beim Octagon MMA Spotlight. Und das natürlich wieder zwischen dem Leichtgewichts-Champion Lozan Black Panther Keita und dem Federgewichts-Champion Mate Sanikidze. Sanikidze hat, weil er an der Demo in Georgien teilgenommen hat, die regierungskritisch war, erstmal 3 Tage im Knast sitzen müssen. Mittlerweile ist er aber Gott sei Dank wieder auf freiem Fuß, aber die beiden haben es natürlich wieder nicht lassen können und sich denunziert. I'm beating you and your translator also. You cannot even speak English. Like, shut up, brother. What's wrong here, bro? What? Und Mate Sanikidze hat darauf nur entgegnet, er sei der Meinung, dass Keita ein Fake-Champion ist und dass er es kaum erwarten kann, ihn vor die Fäuste zu kriegen, diesen Hype-Train zu beenden und die Fans von Lozan Keita endgültig zum Schweigen zu bringen. Das heißt, da brodelt es schon mal wirklich richtig und ich glaube, das ist mittlerweile auch eine persönliche Sache für die beiden, aber die haben die Möglichkeit, ihre persönliche Fehde am 29.04. in Bratislava auszutragen. Dabei geht es nicht nur um einen Titel, sondern beide nehmen ihre Titel mit und der Sieger dieses Kampfes wird Gewinner in 2 verschiedenen Gewichtsklassen sein. Seid also gespannt und auch dort erhaltet ihr das Pay-Per-View wieder auf octagon.tv.